Herzlich willkommen auf den Seychellen zu einem neuen Video der Grazer Fotoschule. Ihr seht, wir stehen im Paradies am Strand und deswegen passend dazu gibt es heute 9 Tipps für bessere Fotos genau in dieser Umgebung, für bessere Fotos am Strand. Wir stehen hier mitten am Strand, es ist viel los, nebenbei verkaufen die Verkäufer ihre Smoothies, ihre Shakes. Dafür haben sie, weil wir so in der Pampa stehen, wirklich oft ihre Notstromaggregate, das hört man vielleicht auch gerade jetzt wieder, dass der Motor angeworfen wird. Das Meer tost, aber es ist eine ganz eine tolle Stimmung und deswegen bitte verzeiht es mir. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mich gut verstehen könnt. Tipp Nummer 1. Achte auf die richtige Belichtung. Das klingt ganz banal, das muss man nicht bei jedem Foto natürlich machen, aber wir wollen natürlich ein paar Besonderheiten aufzählen, die es am Strand so gibt. Wir haben es immer wieder, so wie zum Beispiel jetzt auch hier, mit einer riesigen, sehr, sehr hellen Fläche zu tun, einfach der helle Sandstrand. Oder manchmal, wenn wir in Teneriffa zum Beispiel waren, haben wir es mit einer riesigen, dunklen Fläche zu tun, weil es eben ein Vulkanstein-Sandstrand ist. Und das bringt den Belichtungsmesser der Kamera teilweise ziemlich ins Schwitzen. Das heißt, die Kamera versucht ja immer eher so ein neutral-graues Bild zu machen. Und wenn jetzt so eine ganz, ganz große weiße Fläche ist, dann ist es so, dass die Kamera uns einfach nicht glaubt, dass wirklich so viel Weißes im Bild ist. Das heißt, sie macht das Bild tendenziell eher zu dunkel. Umgekehrt, wenn wir wie das vorige Beispiel eher einen dunklen Sandstrand haben oder auch dunkle Steine haben, was man ganz oft in Gegenden mit Vulkanstein hat, ja, dann glaubt uns die Kamera das auch nicht, dass das wirklich so dunkel ist und sie würde uns tendenziell das Bild immer eher überbelichten. Was ist die Lösung? Entweder im manuellen Modus fotografieren oder die Belichtungskorrektur bei den verschiedenen Semi- oder Vollautomatikprogrammen dementsprechend nachjustieren. Tipp Nummer 2. Nütze die Umgebung als natürlicher Reflektor. Ja, besonders dann, wenn wir einen hellen Sandstrand haben, kann uns das ein wunderschönes, weiches, aufhellendes Licht geben. Die Sonne strahlt nämlich auf den Strand und selbst wenn sie ein bisschen in der Wolkendecke versteckt ist, ist die Fläche noch immer so groß und die Helligkeit so stark, dass das ein extrem angenehmes Licht ist und besonders, wenn wir Menschen fotografieren, ein wunderschönes, natürliches, weiches Aufhelllicht ergibt. Nummer 3. Achte auf die richtige Verschlusszeit. Gerade dann, wenn wir am Strand sind, haben wir natürlich auch sehr, sehr häufig Wasser mit im Bild. Und Wasser, naja, das bewegt sich nun mal. Und deswegen versuche ich ganz bewusst, die Verschlusszeit einzusetzen, um eben mit einer kurzen Verschlusszeit die Bewegung einzufrieren oder mit einer langen Verschlusszeit, oft dann auch mit einem Stativ, die Bewegung irgendwie sichtbar zu machen, vielleicht seidige Effekte zu erzielen oder sonst einfach die Bewegung des Wassers bildgestalterisch optimal zu nutzen. Tipp Nummer 4. Achte auf die Location, achte auf den Breitengrad. Naja, wir sind hier auf den Seychellen, das heißt, wir sind relativ nahe am Äquator und dann gibt es ein paar Besonderheiten. Zum einen ist es wirklich so, wir haben einen sehr, sehr raschen Sonnenauf- und einen sehr, sehr raschen Sonnenuntergang. Das heißt, diese wunderschöne Phase ist leider sehr, sehr kurz, die Sonne steht dann sehr hoch am Himmel. Und wenn dann die Sonne untergegangen ist, wird es wirklich wenige Minuten später komplett dunkel. Eine weitere Besonderheit, gerade bei diesen tropischen Inseln, es ist immer sehr feucht oder sehr häufig sehr feucht. Das heißt, ein schöner Sonnenuntergang ist tatsächlich ein bisschen eine Glückssache. Oft geht die Sonne in den Wolken unter oder einfach nur in einem Dunst. Das heißt, auf jeden Fall früh genug dort sein und genug Abende einplanen, damit ihr auch einmal einen herrlichen Sonnenuntergang erwischen könnt. Tipp Nummer 5. Arbeiten mit einem Stativ am Strand. Da gibt es ein paar Besonderheiten. Warum? Der Strand ist leider sehr, sehr weich. Das ist zwar angenehm für unsere Füße, nicht so ideal fürs Stativ. Das versinkt nämlich manchmal, deswegen mein Tipp, legt irgendwas darunter und fotografiert auf keinen Fall am nassen Sand oder im Wasser. Legt also was unter, Muscheln, Steine, Holzblöcke, was auch immer und das Stativ ist deutlich stabiler, als wenn es direkt am Sand aufgeteilt wird. Tipp Nummer 6, schützt eure Kamera. Naja, das ist leider Gottes ein Problem, denn hier herrschen eigentlich die schlechtesten Bedingungen für unsere Kamera bzw. für unser Objektiv. Wir haben Sand, wir haben Wind, wir haben Salzwasser. Keine tolle Kombination. Deswegen, auch wenn ich sonst eigentlich nie verwende, hier ist durchaus ein Grund, dass man einen UV-Filter draufschraubt, damit man eben das Objektiv vorne an der Linse direkt schützen kann. Tipp Nummer 7, noch ein Tipp zum Schutz der Kamera. Kauft euch am besten Gefrierbeutel und zwar mit so einem Zip drauf und dann schaut, dass jedes Objektiv und jede Kamera, auch wenn sie im Rucksack oder in der Tasche verstaut ist, darin noch einmal einwickelt. Denn gerade Sand ist oft so klein und kommt leider überall hinein und so habt ihr einen relativ guten Schutz vor genau diesen
feinen Sand und eure Kamera und euer Objektiv bleiben länger in Ordnung. Tipp Nummer 8, Vorsicht beim Putzen der Kamera. Wenn da noch Körner drauf sind von Salz oder von Sand, dann auf keinen Fall bitte auf der Linse verreiben. Das ist sonst wie so ein Schleifpapier und das kann die Linse ordentlich zerkratzen. Am besten vorher ganz vorsichtig mit einem feinen Pinsel, der muss natürlich sehr sauber sein, oder mit einem kleinen Blasebalg die Linse säubern und dann erst mit einem Tuch die Linse wirklich von diesem Feuchtigkeitsrest oder von irgendwelchen schmierigen Stoffen dann schön mit einem Tuch säubern. Tipp Nummer 9, schützt nicht nur die Kamera, schützt vor allem auch euch. Sonnencreme ist extrem wichtig, vor allem dann, wenn wir im südlichen Gefilde sind. Die Sonne ist wirklich sehr, sehr stark und wenn wir fotografieren, erstens schwitzen wir meistens und zweitens brauchen wir immer länger, als wir glauben. Und dann ist auch ganz wichtig, wenn wir eine Sonnencreme nehmen, nehmt eine, die rasch einzieht, weil sonst verschmiert das ganze Display, überhaupt die ganze Kamera. Und besonders bei Kompaktkameras oder auch Kameras mit Touch-Display ist es wichtig, dass das Display einigermaßen sauber bleibt. Das war's mit unseren 9 Fototipps zum Fotografieren im Strand. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, dass eure nächsten Urlaubs-, Reisebilder, was auch immer, noch besser gelingen. Denn mit all den Besonderheiten sind Strandbilder auf jeden Fall immer ein Foto wert.